Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Prey. Der Todeshaus, warum auch immer. Und wir stehen erneut hier an der Stelle, denn irgendwas ist passiert, wir sind zusammengebrochen, wir haben irgendein Vieh gesehen, was aus der Tasse gekommen ist oder... Boah. Haben wir das vorher auch schon gesehen? Oh, guck mal, Fische, 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 Fische. Ist verschlossen. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Okay. Und wir haben eine Waffe. Was? Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst die Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Okay. Es gibt F5 Quicksave. Ich freue mich. Vor allem, vorher ging es doch hier hinten irgendwo weiter. Warum ist denn hier eine Wand? Wisst ihr, was ich meine? Es ging doch hier weiter. Wo geht's denn hier weiter? Wo? Ich wollte... What? Was? Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Was ist hier los? Wenn Sie schon mit unserer Hauptproduktlinie zu tun hatten, wissen Sie, dass wir uns manchmal noch mehr anstrengen müssen, um unsere Meilensteine zu erreichen. In diese Entscheidung fließen jegliche Risiken ein. Die Verlängerung auf unbestimmte Zeit war eine direkte Bitte sowohl von Alex als auch von Morgan. Oh, Entschuldigung. Mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? An alle Mitarbeiter, ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befinden sich Miss Elaza und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihre Anfragen kümmern. Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt. Audioereignis. Beziehen sich auf das Testprogramm von Audioereignissen. Taubengrafik wurde aufgrund eines Fehlers in geänderten Daten deaktiviert. Was? Was jetzt? Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Okay. 0 bis 37 schläft, wacht auf, stellt Alarme ab, schaut auf Transcribe. Am Computer verschiedene Aufgaben, duscht, legt Uniform an, verlässt Apartment. Okay. Was zur Hölle geht hier ab? Ich guck mich mal hier um. Wir haben auf alle Fälle ein Ausdauerproblem. Guck mal, wir können... Obwohl, das geht einigermaßen. Was geht hier ab? Was? Vor allem guckt euch mal die veraltete Technik an. Safecode ist... Ah, verdammt. Was macht denn hier so ein Krach?
Fertigungsauftrag, bla, liefern an Markus Simmons. Kompletter Bestand fehlerhaft, mit Fabrikation sprechen. Kein Passwort gefunden. Passwort. Na, der Klassiker. Wir haben wieder drei E-Mails. Wir möchten Sie höflich an einen wichtigen Abschnitt aus unserer Firmenpolitik erinnern. Oh, Entschuldigung. Oh, ist das geil. Guck doch mal, wie das zusammenblubbert. Wuff. Teilen Sie niemandem Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertrauliche Informationen. Ups, falsche Taste. Okay. Kommentar zu heute Morgen. Das hatten wir schon gelesen. Simmons, die heutigen Testergebnisse waren alle negativ. Haben Sie die korrekten Neuromods installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben. Das war das, dass die Testgeschichten eben halt fehlerhaft waren, ne? So, wir brauchen... Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Was ist das hier? Schade, dass wir das nicht sehen können. Das ist ein bisschen unglücklich. Okay. Wir kommen da weiter. Mal gucken, was wir aus diesen ganzen Kabeln und Plastikschläuchen bauen können, die wir bis jetzt gefunden haben. Absolute silence when simulation is in progress. Do not enter stage unless in costume. Do not interact with subject off script. Was ist hier los? Okay, wir haben was kaputt gemacht. Simulation Lab. Hier ist Klopapier. Ich speichere mal immer zwischendurch. Oder ist vielleicht irgendwas schief gegangen? Nee, wir wohnen. Do not open door, why simulation is in progress. Aber das ist doch nicht projiziert, oder? Hätten wir auch hier kaputt schlagen können? Tatsache. Und da ist jetzt auch kaputt. Boah. Ehrlich, Spiel, das machst du jetzt mit mir? Ich dachte, das war bloß Show. Was war das? Nekropsie benötigt. Ein Tumor. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Das könnt ihr doch mit mir nicht machen. Oh. Guck mal, hier ist der Fahrstuhl, oder? Nee, oder? Was? Echt, alles fake. Oh, ich fasse es nicht. Ja, die Industrierohrzange Hephaestus, auch Heffi genannt, ist das Standardmodell für das Wartungspersonal der Transda-Einrichtung. Eignet sich für die freimütige Anwendung, perkussive Wartung und mechanische Auseinandersetzung. Benutzen Schwingen, Hinweis, Halte gedrückt und einfach maximalen Schaden. Ja, ich glaube, ich speichere mal. Das wird jetzt... Waren wir hier nicht gerade eben?
Na klar, waren wir hier gerade eben. Ach, verdammt. Deswegen hat es getriggert. Wir sind nämlich hier nicht lang gelaufen. Wir sind nämlich genau andersrum gelaufen. Und zwar nicht so, wie es eigentlich sollte, wahrscheinlich. Okay, wir könnten mit dem Fahrstuhl fahren. Okay, wir können nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Guckt euch das an. Jetzt ist es umgestellt. Was haben die denn? Krass. Welchen Aufwand betreiben die denn gegen uns? Was sind wir denn hier? Ich hab echt keinen Plan. Und die Geräuschkulisse. Okay, hier ist nicht weiter. Boah. Wo sind wir hier? Ach, hier sind wir angekommen. Hier sind wir dann ausgestiegen und sind rein. Lass mich raten, das geht auch nicht runter. Testanlage. Warte mal, bevor ich den Knopf drücke. Na siehste, ich hab doch gesagt, das kommt. T, um mehr zu erfahren. Ah, okay. Mit der Stellauswahl kannst du zwischen... Ja. Das ist dann Mausrad hier, ne? Nee, was ist denn die Schnellauswahl? Was ist die Schnellauswahl? Oh, Entschuldigung. Okay. Okay, das ist der Vorfall. Hinweis, autorisierte 10 Übergangszeiten sind, wenn sich Testperson MU im Aufzug befindet, Wartungsarbeiten zwischen Testläufen. Setzt die Testräume auf die aktuelle Konfiguration zurück. Betroffene Testräume A, B, C. Okay, und... Ist das gut so, was ich jetzt gerade mache? Testsequenz. Raum vorbereitet. Ist das wirklich gut so? Hallo? Warum ist hier was Russisches? Vorda Pitjevaja. Passiert hier irgendwas? Nee. Ein paar kleine Soundbugs gibt es, habt ihr mitbekommen, ja. Aber die Stimmung ist ja wohl mal Hammer. Also Mimics, achten Sie darauf, was Sie aufheben. Okay. Ach, guck mal. Eine riesige Testanlage. Nur für oder gegen uns.
Exit to Lobby, Skill Recorder Stage B. Mhm. Hallo? Unser Zimmer von oben. Ich fass es nicht. Kontrollraum. Die Kontaminierung oder nicht? Wir sollen ja raus, ne? Ich fasse es echt nicht. Was ist das? Noch eine Rohrzange? Okay. Simulationsszene. Okay. LG Energie. Looking Glass an. Wow. Krass. Und dann ist das Ding einfach bloß gelandet. Dach von... Wir sind von... Ah, wir sind von dem einen Dach gestartet. Oh, ist das mies. Und dann saßen wir drinnen und haben dann die Simulation drinnen gesehen. Dass wir... Ist das mies. Hohohoho. Krass. Ist ja... Jetzt nochmal die Frage, warum? Warum dieser... Guck mal hier, kaputt. Warum dieser Aufwand? Warum dieser Aufwand? Was? Was passiert da? Oh. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten sie durch. Okay. Ich hab Angst. Ich hoffe, wir sind an solchen Stellen hier immer sicher. Hallo, Jovan. Wir müssen die Räume auf den neuen Testplan abstimmen, und zwar folgendermaßen. Wirkungsbereich, Nachahmer, geisterhafte Fernwirkung. Simmons, sagen Sie bitte Bescheid, wenn es Änderungen gibt. Das ist der Fall dringend. Ich glaube, Bellamy hat Daten zur Mimikrie und Fernmanipulation. Schlüssel der Leiche? Aha. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie einer Leiche die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders diese Daten findet. Okay. Computer. Haben wir vielleicht versucht, diese Mimics? Wir können wieder zurücklaufen, ja? Können wir irgendwie sehen, wo wir hin müssen? Nee, ne? Wir könnten theoretisch wieder zurück, ne? Theoretisch könnten wir zurück. Wartet mal. Theoretisch können wir zurück. Aber warum sollten wir? Wo ist denn das Traumazentrum? Weiß das einer? Das da, ne? Nee, das ist Simulation. Wo ist das Traumacenter? Oh, jetzt ist hier alles...
Ups. Ach, durch das Knopfdrücken baut sich das ja alles jetzt um. Guck mal. Krass. Aber wir kommen nicht weiter. Wobei... Na? Nee, das bleibt so. Oh, was hier? Wo sind wir hier? Boah. Das ist so verwirrend. Gibt's hier eine Karte? Nee, gibt's nicht. Das ist echt verwirrend. Hier ist gar nichts. Ich muss da irgendwie wieder hochkommen. So, F9? F9 ist Quickload. Wir sind ja runtergesprungen. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo ist das Traumazentrum? Wo ist das Traumazentrum? Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz gucken. Steuerung. Psi. Aha, aha, aha. Scannbares Ziel anvisieren. X. Fähigkeiten an aus N. O ist Ziele an. Okay. Daten. J. Okay. Gut. Ah, Schlüssel der Leiche wäre jetzt optional. Das könnten wir aktivieren und hätten dann... Ah, guckt mal. Ah, gut, sind wir schon mal schlauer. Das wurde natürlich nicht erklärt, ne? Deswegen war es jetzt ein bisschen kompliziert, aber wir kennen uns jetzt langsam aus. Hier sind die Sachen, die wir gesammelt haben, die ganzen E-Mails, die wir gesehen haben. Ah, okay, Inventar. Gut, ja, dann erstmal an der Stelle mache ich einen Break und wir gehen dann in der nächsten Folge Richtung Traumazentrum, machen diese kleine Nebenmission und ja, bis dahin, euer Firefox.